Polizei mit Blaulicht. Ich staunte nicht schlecht, als ich das Blaulicht flackern sah. Der weiße Schnee, der dick die Wiesen und Bäume wie mit einem Zuckerguss überzogen hat, reflektierte das Licht wunderbar. Wie eine große organische Leinwand, die über die Natur gespannt war, war die Manege die Bühne für den heroischen Auftritt der hiesigen Polizei, ehemaliger Gendarmerie. Es klingelte, Ding-Dong, und ich sah aus dem Fenster. Ich konnte einen blitzeblank polierten Polizeiwagen mit zwei Polizisten ausmachen. Du Papa, ich glaube, das ist für die Polizei ist da. Ja, ich komme schon, seufzte er und schwang sich die Stiegen hinunter. Sein Ausweis mit seinen Namen, Herr K., Herr Ingenieur, baumelte hin und her. Er öffnete die Türe und die Polizisten fragten ihn. Sind Sie Herr K.? Also lesen war anscheinend nicht Ihre Stärke, weil Sie hätten es ja ablesen können vom Firmenausweis. Ja, bin ich. Sind Sie, gehört Ihnen der Wagen ein Dacia Duster mit dem Kennzeichen 1234XYZ? Ja. Sind Sie um 18.20 Uhr damit gefahren? Haben Sie ihn gelenkt? Ja. Wir haben einen Anruf bekommen von einer Frau, die meinte, Sie sind betrunken gefahren. Können Sie uns schildern, was passiert ist? Ja. Ich bin bei der Kreuzung XY da draußen gefahren mit der anderen Kreuzung dort, also mit der Straße X, gekreuzt mit der Straße Y. Und der Wagen hat ein bisschen ausgeschert. Ich habe sie geschnitten, mein Fehler, tut mir leid. Und sie hat die Fenster runtergekurbelt oder das Fenster runtergekurbelt und hat geschrien, Xers gesoffener Depperter, bist narisch, ich zack dir an. Woraufhin ich nur gesagt habe, was wollen Sie jetzt von mir? Ja, ich zeig dir an. Ja, dann machen Sie das bitte. Wissen Sie, der Anhänger, der schert etwas aus, weil mein Vater ist das nicht gewohnt, einen Anhänger zu fahren. Wir haben uns den ausgeborgt, weil wir den gerade renovieren. Schaltete ich mich ein. Der Polizist schielte auf den Hänger, der am Grundstück stand. Und jetzt schien ihm die Sache etwas einzuleuchten. Ach so, ein Anhänger. Mhm. Dürfen wir eine Alkoholkontrolle machen? Fragte der andere Polizist. Ja, sicher. Mein Vater blies hinein und es war natürlich 0-0. Kennen Sie die Dame? Nein, habe ich noch nie gesehen. Jetzt wurde es den Polizisten doch etwas seltsam, denn sie standen vor einem Grundstück mit Blaulicht und mein Vater hatte 0-0. Es war nur ein Anruf, ein anonymer Anruf an einer Frau. Schalt das Blaulicht aus, sagte der ältere Polizist zum Jüngeren. Der schaltete schnell das Blaulicht aus. Wissen Sie, es ist unsere Pflicht, Dinge nachzugehen, versuchte sich der Polizist noch irgendwie hinauszuretten aus der Situation. Und dann zogen sie leise, also sie stiegen ein leise und zogen in die dunkle Finsternis von dannen, so unbemerkt. Das war die Geschichte von einem Polizisten mit Blaulicht.